Mir gefällt es absolut nicht, wenn gesagt wird, guck dir Diablo 2 oder 3 an, die haben auch so angefangen, weil original die Firma, die Diablo 2 und Diablo 3 gemacht hat, macht Diablo 4 und sie hätten aus den Fehlern in Diablo 2 und 3 der letzten 2 Jahrzehnte einfach lernen können und die nicht nochmal machen können. Allerdings verstehe ich den Schrei nach, wir brauchen unbedingt Endgame-Content, Endgame-Content, Endgame-Content. Den Schrei verstehe ich nicht. Bis Level 70, grob bis World Tier 4, wo der Casual Gamer im Übrigen 150 Stunden dabei ist. Aber gut, gehen wir auf 100 runter bis dahin. Also für den Durchschnittsspieler, der ein Stündchen am Tag spielt, solide 3 Monate. Solide 3 Monate ist man hier mit seinem Stündchen Spielzeit am Tag voll beschäftigt. Diverseste Dungeons zu machen, Sachen zu sammeln, Regionsfortschritt zu machen, den Charakter stärker zu machen und in den schwersten Schwierigkeitsgrad vorzustoßen. Natürlich ist es schade, dass der schwerste Schwierigkeitsgrad dann nicht nochmal abwechslungsreicheste Tätigkeiten bietet und 17 Bosse und noch ein ganz anderes Tier an Items und so weiter und so fort. Aber seit wann tun das ARPGs denn? Lasst uns die Parallele zu Diablo 3, wie es heute ist, ziehen. Das Early Game ist nicht bis Level 70, also bis Max Level kommen, weil das dauert eine Stunde. Das Early Game ist sein erstes volles Set zu bekommen und anzufangen, damit Bounties und Nephilim Rifts und Greater Rifts zu laufen. Über Bounties, Nephilim Rifts und Greater Rifts gieren wir uns in dem Set, in dem wir dann später tatsächlich alles andere machen. Ab dem Moment grinden wir eigentlich nur noch Paragon und die gleichen Gegenstände in 10% uralter Qualität. Grinden wir Paragon und die gleichen Gegenstände, die ein bisschen besser sind, um die in Kanais Cube zu verbessern, um mehr Paragon zu grinden, um höhere Greater Rifts zu machen, um mehr Paragon zu grinden, um höhere Greater Rift zu machen. Das war's. Mehr gibt es da nicht. Nach 10 Jahren. Ja, ich rede hier nicht von Diablo 3 ist irgendwie released und sie haben daraus gelernt, ist das das komplette Spiel. In diese Fußstapfen tritt entsprechend auch ein Diablo 4. Ein Diablo 4 ist, denke ich, sehr offensichtlich gecatert an die Leute, die in 3 Monaten 100 Stunden Spielzeit reinstecken und damit ein bisschen die Region erkunden, wie gesagt, diese ganzen verschiedenen Dungeons machen. Einen Tag Spielzeit, wenn du eine Stunde Zeit hast, das Original ein Dungeon und 2 Nebenquests, ja. Und nach 3 Monaten eine neue Season mit einer leicht veränderten Mechanik vorgesetzt bekommen, den nächsten Charakter ausprobieren und mit dem nächsten Charakter dann effektiv genau das gleiche wieder machen. Vielleicht werden ein paar Leute vorher abspringen, weil es ihnen zu langweilig ist. Fair, ist in Diablo 3 auch nicht anders passiert. Persönlich habe ich von Season 5 bis Season 15, glaube ich, 4 oder 5 Jahre waren das, keine einzige Season Diablo 3 gespielt. Aber dass die Zielgruppe eines Blizzard. Und ich wüsste nicht, wieso sich das hätte mit Diablo 4 magisch ändern sollen. Ja? Das heißt nicht, dass ich persönlich mit mittlerweile durchaus sehr viel Zeit im Spiel und verschiedenen Charakteren, ja, 3 toten Hardcore-Charakteren, einem Jäger in World Tier 3, bald in World Tier 4, mit hier der Zauberin, die gleich in World Tier 3 reinkommt. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass ich mir nicht mehr Endgame wünschen würde als Spieler, der sehr viel Zeit hat und die auch gerne in dieses Spiel hier reinschmeißt. Aber realistisch gesehen stand Blizzard und stand Diablo, zumindest aus meiner Perspektive, ihr könnt mir gerne sagen, wie ihr das seht, ich habe auf gar keinen Fall Anrecht darauf, Recht zu haben. Aus meiner Perspektive stand ein Blizzard und ein Diablo noch nie für die oberen 2% Hardcore-Gamer, die Spieler waren, die umsorgt wurden. Eigentlich war das doch immer schon ein eher casual-lastiges Franchise, in dem einige Leute halt voll ausgeflippt sind und zehntausende Stunden versenkt haben. Und ich denke, man kann hier definitiv voll ausflippen und zehntausende Stunden auch jetzt schon versenken. Sicherlich
gibt es Probleme, die angepasst werden sollten. Im letzten Campfire Talk von den Entwicklern, denke ich, wurden einige Sachen auch schon angesprochen, wie XP-Gain in Nightmare Dungeons, das Hinlaufen dahin und Quality of Life Upgrades und so. Offensichtlich wird sich das Spiel über Zeit wandeln. Also in der Natur des Ganzen bin ich persönlich absolut nicht überrascht, wie es aussieht. Ja? So, ich habe noch keinen Charakter auf Level 80, aber auch mit meinen höheren Charakteren war der Ausblick darauf, was das Endgame mir bietet, weniger interessant als das, was mir die ersten 20, 30, 40 Stunden geboten haben. Weil auch einfach die Charakterprogression langsamer wird, der Grind länger wird und so weiter und so fort. Aber ich meine, aus meiner Perspektive sind das halt einfach RPGs. Die Zielgruppe dieses Spiels sind definitiv auch, wenn nicht vorerst, Leute, die begrenzt Zeit haben. Und ich denke, das ist im Übrigen das absolut Richtige zu tun. Ja, weil, seien wir ehrlich, während deine Core-Hardcore-Community sicherlich cool zu bedienen ist, du möchtest eine große Community in Spielen haben und das heißt, du möchtest die Leute abholen, die auch nur begrenzt Zeit haben. Und das geht zulasten der Leute, die eine Woche spielen und dann anfangen rumzuheulen. Aber Mama, ich habe 70 Euro ausgegeben, habe in der Woche schon 100 Stunden gespielt und irgendwie fehlt mir jetzt was. Ja? Natürlich geht das zu deren Lasten. Man könnte auch sagen, geh mal duschen, mach weit das Fenster auf und nimm mal einen tiefen Atemzug Sauerstoff, weil da scheint was unterversorgt zu sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Dieses Spiel bietet für ein frisch releasedes ARPG unheimlich viel. Dass man durch alles so schnell wie möglich durchrotzt, sich 17 Guides anguckt, um ja keine Fehler zu machen beim ersten Spieldurchlauf. Alles mit einer interaktiven Map sammelt und nicht als Content wertet, weil es macht einem ja keinen Spaß so. Das ist vielleicht ein Konsumproblem und kein Content-Problem. Und das ist auch keine exklusive Diablo-Debatte im Übrigen, weil wir haben das zum Beispiel in einem Lost Ark, um das mal in Perspektive zu packen, haben wir das absolut genauso. Ja? Die Menge an Leuten, mit denen ich geredet habe im Stream, die mir gesagt haben, hey Sender, ich habe jetzt 3000 Stunden in 9 Monaten gespielt und irgendwie kommt mir das so repetitiv und langweilig vor und das Spiel bietet gar nichts, das hat gar kein Content. Naja, einfach nur mal meine 2 Cents, um das so ein bisschen einzuordnen, wie viel was bietet und was überhaupt die Erwartungshaltung ist, weil ich habe das Gefühl, je weiter die Leute im Endgame kommen und je tiefer sie im Spiel ankommen, desto desillusionierter wirken sie, was aber absolut normal ist.